Heute ist mir was eingefallen. Ich habe mir überlegt, dass ich mir diesen Trigger da, der hier mitgeliefert wurde von diesen Pedals, dass ich mir den an meinen Joystick ranbaue. Und ich habe mir gedacht, ich mache da einfach ein Video von. Alles, was ich dafür tun muss, ist die Breite von dem VKW-Teil auf die Breite von dem Originalknopf anpassen. Zum Schleifen verwende ich hier dieses Gerät. Also wie gesagt, ich habe einfach nur abgeschliffen und das Loch aufgebohrt, ganz leicht, dass es die gleichen Maße hat wie bei dem Originalen. Und dann kann man einfach die Originalteile wieder nehmen und kann den einfach andrehen. Und das ist auch nicht so schwer. Das ist wirklich eine ziemlich einfache Sache. Und hier wieder die Unterlegscheibe drin. Ich möchte das einfach nur mal zeigen, wie das jetzt ist und was das für eine lustige Sache eigentlich ist. Für mich persönlich finde ich das eigentlich besser als den Originalen. Kann euch auch zeigen, warum. Weil ich nämlich in der Lage bin, den hier einfach so rauszuklappen. Und das Schöne daran ist, man kann dann einfach den vom Warthog nehmen und den an den Schlüsselanhänger ranschrauben, weil die haben die gleichen Gewinde.